Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play angezockt Skyrim oder mehr und wir schauen da gerade ein wenig durch das Dorf durch. Wir haben jetzt kennengelernt. Wir müssen durch die Stadt und über die Brücke gehen, um zum Ödsturz-Hügelgrab zu gelangen. Aber von hier aus könnt ihr ihn sehen. Den Berg direkt hinter den Gebäuden. Aha. Dort müssen wir hin. So. Diese Diebe müssen verrückt sein, wenn sie sich dort draußen verstecken. Diese alten Gruften stecken voller Fallen, Trolle und was weiß ich noch alles. Ja, soll ich mit dir jetzt mitgehen, Mädel? Hier entlang. Ah, das ist ja die Camilla von... da haben wir ja schon einen Auftrag. Sven wollte euch glauben machen, dass dieser Brief von Feendal ist. Das werden wir dir gleich einmal verklickern. Wovon redet ihr da? Na also... Was ist das für ein Brief? Meine Güte. Er wollte mir weismachen, dass Feendal das geschrieben hat? Ja, genau, das wollte er. Danke, dass ihr mir die Wahrheit gesagt habt. Könntet ihr auch mit Feendal reden? Sicher will er euch auch danken, dass ihr für ihn eingestanden seid. Bis zum nächsten Mal. Abgeschlossen, ja. Und jetzt müssen wir noch zu Feendal. Wir wollten uns hier mal... Ich frage mich, warum nur Lukans goldene Klaue gestohlen wurde. Ich meine, wir haben doch alles Mögliche im Laden, das genauso viel wert ist. Lukan fand die Klaue etwa ein Jahr, nachdem er den Laden eröffnet hatte. Er hat nie richtig erklärt, woher er sie hatte. Er ist ziemlich durchtrieben. Ja, okay. Und bringst du uns jetzt dorthin, oder wie? Oder was haben wir das jetzt aktiviert? Wir müssen darauf und... Dies ist die Brücke, die aus der Stadt hinausführt. Danke sehr. Der Weg, den nordwestlich gelegenen Berg hinauf, führt zum Ödsturz-Hügelgrab. Ich sollte wohl zu meinem Bruder zurückkehren. Er gerät außer sich, wenn ich zu lange fortbleibe. Er ist noch so ein Kind. Ja? Okay. Reden wir nochmal mit dir? Mara segne euch für eure Bereitschaft, uns zu helfen. Ja, wie weit muss ich denn noch laufen jetzt, hä? Nun, es führt eine kurvige Straße den Berg dort hinauf. Ihr wisst, dass ihr auf dem richtigen Weg seid, wenn ihr den alten Wachturm seht. Sobald ihr den Turm erreicht, geht nach Norden. Dann findet ihr das Ödsturz-Hügelgrab noch ein Stückchen weiter oben hinter der Kurve. Okay. Viel Glück. Lukan und ich warten im Laden auf euch. Ah, Camilla, okay, das ist ja nicht schlecht und wir laufen da mal zu. Und schauen uns noch einmal das Dorf an. Wir waren ja da erst in der Kaschemme, nämlich im Weißen Bären. Haben da mit dem Jungen noch gar nicht gesprochen. Da, komm her. Wer bist denn du? Frotner. Ihr seid neu hier, also schone ich euch noch. Aber verscherzt es euch nicht mit mir. Wenn ich mich über euch ärgern muss, spiele ich euch einen Streich. Und nicht nur ein bisschen, sondern so richtig. Okay, du bist ja cool. Oh, hier sind alle so ernst. Scheiße, gell? Dann habe ich halt gern ein bisschen Spaß. Na und? Meine Freundin Dorte mag meine Streiche nicht. Ihr seid gemein, Frottner. Und wenn schon. Ja, die Freundin, die sagt das immer, gell? Mutter möchte, dass ich in der Mühle arbeite. Aber ich bin doch kein Sklave. Ja, genau, da. Du bist nicht das Sklave. Ihr müsst doch Besseres zu tun haben, als den ganzen Tag mit mir zu reden. Okay, Frottner, du bist cool. Mit dir können wir auch reden, stumpf. Hä? Ja, ich glaube, früher oder später werden wir dich auch verstehen. Hä? Und du willst sicher was zum Trinken. Was wollt ihr? Ja, noch nicht. Hä? Also gut. Es gibt immer einen Säufer in der Stadt. Okay. Wir waren da hinten noch nicht oben. Da schauen wir auch noch kurz hin. Ist ja ein idyllisches Plätzchen. Da ist eine Kuh, genau. Wir haben ja schon von Kühen gesprochen. Was ist denn da hinten? Ist das eine Befestigungsanlage darauf? Scheint fast so, ja? Okay. Da ist nichts für uns. Okidoki. Da hinten können wir noch wohin? Wo können wir da hin? Da, das dürfte auch eine Befestigungsanlage sein. Ja, genau.
das gleiche wie vorhin. Und da haben wir den schönen Ausblick daraus. Ja, cool. Zur Mühle müssen wir noch. Aha. Dann lauf zu, Mädel. Da kommen wir da. Oh, und schon in die Ecke reingerannt. Kondi hast du auch noch keine. Da sieht er. Da ist das Kontor, ja. Und da vorne waren wir auch noch nicht. Wer weiß, was das da ist? Aha. Die Hilde, gell? Mit der haben wir schon gesprochen. Bei Shaw, was wollt ihr? Ja, okay, du hast das letzte Mal schon einen Hucken gehabt. Und da ist noch einer. Komm. Ah, mit dem können wir reden, genau. Komm her, vielen Dank. Flusswald ist schon ganz in Ordnung. Für ein Dorf der Nord. Hier gibt es eine Schönheit, die in ganz Himmelsrand ihresgleichen sucht. Das steht fest. Okay, lieber Freund, wir müssen dir was erzählen, du Elf. Ich glaube nicht, dass Camilla weiterhin ihre Zeit mit Sven verbringen wird. Glaub, reicht das? Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Bitte, nehmt das. Es ist etwas Gold, das ich mir durch die Arbeit in der Mühle angespart habe. Aha, du bist ja netter. Dann werden wir gleich mal fragen, könnt ihr mich in der Schießkunst unterrichten? Ich zeige euch, was ich weiß. Schießkunst 15, Trainer Adept in dieser Stufe trainiert 0 bis 5, kosten 200, Silbergold 400, Sollen wir jetzt schon trainieren? Wir haben ja fast kein Geld, Leute. Ah, fuck yo. Das nächste Mal, okay? Auf Wiedersehen. Wir machen das dann das nächste Mal. Da oben ist die Mühle und da gibt's noch den Hut. Komm, sprich. Ihr Arbeit? Arbeit? Wieso Arbeit? Habt ihr hier in Flusswald was zu erledigen? Hm? Es gibt schlimmere Dörfer. Ja, das stimmt. Und die Säge kommt ja wirklich gut. Hoppala. Seht euch das an. Da hinten ist noch eine Hütte. Da können wir wenigstens ist der verdammte Krieg nicht bis hierher vorgedrungen. Noch nicht. Wir arbeiten hart und versuchen uns anständig um unsere Familien zu kümmern. Okay. Ich habe meine Axt, meine Frau Gerdur und meinen jungen Frodner. Und mehr brauche ich auch nicht. Mehr brauchst nicht? Die Holzhackerei ist mein Handwerk. Ich bin der beste Holzspalter von hier bis Rifthorn. Es hängt alles davon ab, wie ihr die Axt haltet. Behandelt sie so gut wie eine Maid, dann ist sie gut zu euch. Okay, du hast sicher noch mehr Sprüche auf Lager. Und was euch angeht, Mädel, ihr habt selbst ein paar wunderbare Stämme. Schaut euch den Riesen an. Nun, ich lasse euch dann mal euren Geschäften nachgehen. Ja, wenn du das sagst. Okay, da hinten ist auch noch eine Ecke, die wir erkunden können. Können wir da rüberspringen, einfach so? Hopp. Tatsächlich, das geht. Und hier eine schöne Stelle zum Fischen. Ja. Gut, was ich dann noch kaufen wollte und dafür ist mir das Geld nicht zu schade. Wo ist denn die? Mit dir haben wir schon gesprochen. Das ist nur ein kleines Dorf, aber wir arbeiten hart und halten zusammen. Ja, ich weiß. Im Kontor kaufen wir noch ein Buch, nämlich das uns den Weg anzeigt schlussendlich. Ja? Laufen wir schnell hin. Ich glaube, das Kontor war hier. Ja? Okay. Nun gut, dann haben wir das Dorf und als nächstes gehen wir da rauf und holen die Bärenkralle, ja? Zeigt diesen Dieb, je eher ihr die Klaue findet. Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Okay, schau mal nach. Komm her, zeig her. Wir haben da Bücher von ihm und da war ja ein Buch. Äh,
Das Zauberbuch Hellsehen zeigt den Weg zum gegenwärtigen Ziel. Genau, ja. Das kostet nur 152 und das kaufen wir. Das war's, ja. Okay. Also gut. Hast du noch was? Lass nicht zu, dass meine Schwester etwas Dummes tut. Ja, genau, das wären wir. Und da sitzt sie schon wieder. Mara segne euch für eure Bereitschaft, uns zu helfen. Danke vielmals, ja. Gut, Leute, ich mache hier einen Schnitt. Und wir sehen uns dann am Weg, wenn wir das Amulett zurückholen. Nämlich da Verschiedenes und... aha. Was war denn das jetzt? Ah, die goldene Klaue. Bring die goldene Klaue in deinen Besitz. Ich weiß nicht, ob das zu schwer sein wird, aber vielleicht schaffen wir das. Aber die können ja nicht dann Quest einbauen am Anfang, wenn es zu schwer für uns wäre. Egal, wenn ihr Spaß hattet und am Laufen bleiben wollt, dann macht ein Abo. Wenn nicht, dann sagt ihr nicht weiter und wir sehen uns wieder eben bei dieser goldenen Klaue. Ha? Okidoki, schönen Abend noch, euer Toso. Ciao.